Was macht man im Auto? Musik hören? Aber Radio ist auf Dauer auch ein bisschen nervig, ne? Läuft immer dasselbe, kennen Sie vielleicht. Da wäre es doch toll, wenn man seine Lieblingsmusik hören könnte, die man auf dem iPod hat oder auf seinem Handy. Nur die Lautsprecherboxen sind da immer ein bisschen quäkend. Und telefonieren im Auto würde man ja auch ganz gerne, wenn es nicht verboten wäre. Aber wir haben etwas, ne? Und das ist eigentlich all das, was du gerade beschrieben hast in Personalunion. Das richtig schick und vor allen Dingen qualitativ hochkarätig verarbeitet. Und alles, was Sie eigentlich noch brauchen, neben diesem kleinen Gerät hier, ist natürlich ein Telefon. Wenn Sie da Ihre Musik drauf haben, hier ein Bluetooth-fähiges Telefon wäre durchaus sinnvoll, aber das können die modernen Geräte alle. Und eine freie Frequenz in Ihrem UKW-Radio, denn das gute Stück arbeitet mit einem sogenannten FM-Transmitter. Und wir zeigen Ihnen jetzt gerade mal, wie es gemacht wird. Ich persönlich hasse es, 7, 8 verschiedene Kabel im Auto zu haben. Da weiß ich gar nicht mehr, wie komme ich denn eigentlich an meinen Schaltknüppel oder meine Handbremse dran. Deswegen versuche ich, die Kabel im Auto immer weitestgehend zu reduzieren. Hier nehmen Sie das kleine Gerät einfach und stecken es in den 12-Volt-Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole oder dort, wo er da ist, also auch flexibel, dass es überall passt, und verbinden das Gerät einfach via Bluetooth mit Ihrem mobilen Endgerät, mit Ihrem Handy, mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Tablet und hören dann natürlich eben nicht aus diesen krächzigen Lautsprechern die Musik. Sie hören die Musik über Ihre Anlage im Fahrzeug. Und da werden Sie mehr als 2 krächzige Boxen drin haben, endlich mal in einer vernünftigen Sound- und Klangqualität. Dazu kommt eben noch die Freisprecheinrichtung, und das ist nach wie vor, gerade auch nach der Novellierung quasi der Gesetzgebung im Straßenverkehr, die jetzt kommen wird, ich glaube zum 1.5. ist es soweit, ein relativ teures Vergnügen mit Handy am Ohr. Erwischt, das Handy nur in der Hand zu halten, kostet die schon 60 Richtig, Euro ja. und einen Punkt. Ja? Sie sehen hier noch eine Fernbedienung, die wird übrigens auch mitgeliefert, falls Sie das Ganze noch komfortabler bedienen wollen. Und eigentlich ist es wirklich einfach. Sie stecken dieses Gerät einfach nur in den 12-Volt-Zigarettenanzünder und dann sucht man eigentlich einen freien Sendeplatz. Also praktisch da, wo man, wenn man im Radio durchhält, wo es geht, ne, wo es rauscht, wo halt kein Sendeplatz ist. Ein freier Sendeplatz, und dann nutze ich das, um es mit meiner Musik zu belegen oder beziehungsweise, wenn ich dann später aber auch telefonieren möchte. Richtig, ganz genau. Und das Schöne ist, das Gerät merkt sich diese Frequenz. Wenn Sie jetzt unterwegs sind und haben ganz normal in Ihrem UKW-Radio im Auto eine freie Frequenz gefunden und machen das Gerät beim nächsten Mal wieder an, springt er automatisch wieder auf diese freie Frequenz und überträgt eben die Musik von Ihrem Smartphone, von Ihrem Handy, von Ihrem Tablet via Bluetooth über die entsprechende Anlage im Fahrzeug. Sie können übrigens auch jederzeit hier über den SD-Karten ein Schub oder auch über den USB-Anschluss hier mal einen Stecker oder eine SD-Karte dran packen, dann brauchen Sie noch nicht mal mehr ein Handy mehr mitzunehmen. Sehr interessant aber natürlich die Bluetooth-Funktion. Die modernen Lautsprecher bzw. die Mikrofone in den Smartphones sind so ausgereift, dass Sie das Telefon auch locker auf der Rückbank liegen lassen können und vorne auf dem Fahrersitz sprechen können. Ihr Gegenüber wird Sie hervorragend verstehen. Nur, dass Sie natürlich dann immer Schwierigkeiten haben, den Gesprächspartner zu verstehen, erst recht bei 160 auf der Autobahn. Ja. Deswegen haben Sie es doch besser via Bluetooth einfach mit Ihrem Smartphone gekoppelt und hören sich das Gespräch einfach über die Anlage in Ihrem Fahrzeug an. Genau. Das lenkt Sie weniger vom aktuellen Verkehr ab und Sie haben eine wesentlich bessere Sprachqualität, als das mit jedem Headset oder mit jedem Ohrstecker der Welt überhaupt machbar wäre. Und für 37,91 € ist es perfekt. Weniger Kabel, ein wesentlich besserer Empfang für deine Musik und ein wesentlich entspannteres Freisprechen im Fahrzeug. So schick, dass ich es locker auch mal für einen Porsche oder für einen richtig schicken Sportwagen reinziehen würde. Hier sieht ist klasse aus. Auch ein nettes Ostergeschenk, ich finde. Ne? Ja. Ostern steht ja auch bald vor der Tür und sieht, wie du gerade gesagt hast, richtig schön aus. Hightech für Sie, denn es sorgt für mehr Sicherheit und höchsten Musikgenuss in Ihrem Auto. Wenn man schon mit dem Auto fährt, dann sollte man es auch komfortabel haben. Und das für kleines Geld. 37,91 €. Es hat vorher mal knapp 70 Euro gekostet. Aber Sie bekommen ja bei uns immer den heiß begehrten Pearl TV Sonderpreis. PX 1421 und die 569 für unseren Bluetooth-Freisprecher mit einem sogenannten FM-Transmitter. Kleiner Trick noch, die Fernbedienung ist dabei. Sie dürfen kein Handy in der Hand halten. Sie müssen auch nicht mal telefonieren. Sie dürfen gar nicht in der Hand halten. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber kein Mensch kann Ihnen verbieten, eine Fernbedienung in der Hand zu halten. Stimmt. Und wenn Sie den Freisprecher gekoppelt haben und ein Anruf kommt rein, einfach auf den grünen Knopf drücken und in einer super Qualität über die ganze Anlage telefonieren. Viel Spaß coole damit. Coole Idee. Viel Spaß damit.